Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Schlüsselloch von Hollow Bastion versiegelt und da machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg mit Warp-Geschwindigkeit, weil wir machen uns jetzt auf zur letzten Welt. Weil die können wir ja schon mal machen, finde ich. So vom Level her und was weiß ich. Unseren Pillmobil. So, von hier aus müssen wir zur letzten Welt. In der letzten Folge haben wir ja das Schlüsselloch hier versiegelt. Wir haben, glaube ich, alles Mögliche schon erledigt. Es gibt zwar noch einige optionale Bosse, aber die mache ich dann später oder in so einer Art Bonuspart. Mal sehen. Hier ist noch ein Turnier offen, das können wir auch noch machen. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon reingehen sollte, weil ich möchte nicht vollkommen überlevelt hier reingehen. Deswegen machen wir erst die Welt und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. Also, ab geht's. Letzte Welt. Letzte Flugrunde mit dem Gummijet. Was wollt ihr denn? Ich mache das platt. Schieb den Ball hin, nur da, wo keine Gegner sind. Natürlich immer noch die Menacing-Musik hier. Hey. Stingray. Jet Stingray. Mega Man, oder? X-Force. Okay, Dreieck gedrückt halten, bringt nix. Dann baller ich ihm furiously überall hinten. Oh, da sind so Omega-Schiffe, glaube ich, heißen die. Oh Gott! Okay, merke. Ich versuche nicht zu töten, einfach nur durchkommen lebend. Aber da habe ich schon eine Menge Schilde und so verloren. Warum bekomme ich denn noch so viel Schaden? Hallo? Ich war mit zwei Schlägen weg, glaube ich. Auf jeden Fall noch über die Hälfte. Und dann war ich aber mal tot, als ich die gerammt habe. Ich soll vielleicht die stärksten Schiffe sind, die glaube ich, in Kingdom Hearts nicht einfach so rammen. Oh. Vielleicht eine sehr doofe Idee. Oh, Stingray. Selbst hat doch nicht mit dem ersten Gummischiff geschafft, nehme ich an. Aber jetzt mal schaffen wir das. Da sind wir gewappnet, mal nicht so ein viel Blödsinn. Mal ganz weit weg von denen. Ich krieg die fast gar nicht down. Da sind auch noch mal andere, glaube ich. Die Dinger. Die roten. Was habt ihr denn für welche? Da sind gerade so schwarze Dinger gewesen. Ich habe die gar nicht gesehen. So, wir sind übrigens jetzt am Ende der Welt. Das ist doch sehr, sehr menacing. So, einen Mauszeiger von Timer hier wegmachen, damit ich auch sehe, wie lange ich aufnehme. Gehen wir mal hier rein. Sieht ja schon sehr einladend aus. End of the world. Das Ende der Welt. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? This is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Yep. Yeah, you're right. Wie immer ist Goofy Stimme der Vernunft und der Weisheit. I
promise. Muss man sich mal geben, ihr. Der Trottel vom Dienst. Ich vermisse übrigens Musik hier. Hier kommt normalerweise Musik. Der Trottel vom Dienst von Disney ist irgendwie die weiseste Person in ganz Kingdom Hearts, habe ich so ein Gefühl. So, eigentlich kommt hier Musik, aber will nicht. Geht dann so. Ja. Hi, na. Oh Gott, zieh ich wenig ab. Ah! Oh Gott, krieg ich viel Schaden. Oh nee. Ja, das ist auch schon wieder so eine Sache. Wenn ich vorher den Hades-Cup gemacht hätte, dann hätten wir schon gegen Gegner gekämpft, die hier in dieser Welt kommen, vorkommen. Das ist ja natürlich nicht so schön. Muss deine Gegner vorher kennen, ne? Hallo? Ja, denke ich mir, was sind dann für Gegner? Ich zähle aber wenig ab. Wach auf. Jetzt kommt die Musik. Ja, kann ich nicht öffnen, da müssen wir warten. Hier. Bum bum. Mithrilerz. Ja, die Musik kommt vielleicht einigen bekannt vor vom Anfang. Ganz am Anfang. Aha! Dive into heart. Tauche in dein Herz. Ey, duft, duft, ah, duft. So, ja. Maximum MPO, sehr schön. Ich habe jetzt gerade einen Speedrun von Kingdom Hearts. Also nicht direkt einen Speedrun, aber es gibt nur so zwei, drei Trophäen, die ich mal locker abstauben könnte. Einer davon bedeutet, dass ich das Spiel auf Anfänger durchspielen muss, was ich irgendwie sinnlos finde, weil wenn man das Spiel schon auf Profi durchgespielt hat, muss man noch extra auf Anfänger und normal durchspielen. Da bin ich ein bisschen doof. Mega Potion. Und ja. Dann noch eine Trophäe, dass man den Endboss unter 15 Stunden erledigt. Und dass man seine Ausrüstung nicht wechselt das ganze Spiel lang. Oh, hi. Wen haben wir hier noch nicht gerufen? Dumbo, komm mal her. Ja, und die ganzen Sachen tackle ich jetzt alle auf einmal an. Ja, ich bin schon bei 5 Stunden, bin glaube ich schon bei Hollow Bastion. Also ich noch höher. Bringt's voll. Ja, super. Hier noch mal noch. Mojo, Bambi hatten wir noch nicht. Ja, Bambi werde ich irgendwann mal einsetzen. Nase weiß brauche ich ehrlich gesagt nicht so. Wird oft für optionale Bosse benutzt, Nase weiß, was ich irgendwie ein bisschen doof finde. Dann nehmen wir eben den normalen Weg. Ja. Oh, man bleibt doch mal am Leben. Ja, jetzt gehst du runter. Ja, ich weiß, das funktioniert nicht. Aber egal. Stimmt, wir haben ja jetzt V-Kreis. Wären wir voll geil. Kampfmusik haben wir auch von ganz am Anfang. Runter. Buff. Nur die Hälfte, ehrlich? Er hat doch schon bei Vita, glaube ich, die Hälfte nur geheilt. Kriegt die Pap. Boah, du halt. Ist echt schwach in dem Spiel. Falls jedes Mal.
nicht weit gleich. Warum hast du die MP von Donald geheilt? Er war kaputt. Und jetzt aber. Zack. Ah, sehr schön. War in der normalen Version auch hier? Du dreht natürlich durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der in der normalen Version auch vorgekommen ist. Wie viel? Ja. Das hat mehr als die Hälfte geheilt. Hallo? Oh Mann. Hi, na? Ich weiß übrigens nicht, ob die Dinger geskriptet oder zufällig runterkommen. Ich dachte immer, jemand geskriptet, weil jetzt ja schon wieder eine Truhe, also nehme ich mal an. Ah, schon bald zu Ende das Spiel. Und dann kann Chain of Memories getackelt werden, Donald. Why you do this? Steh auf. Mann. Ich nie gemerkt, dass du halt so schwach bist früher. Gut gelevelt bin ich ja eigentlich auch. Und Donald auch. Ah, diese verdammte Mithril-Erze. Ich brauche andere Stoffe. Wie ich mal was herstellen kann. Oh. Ja, halt angreifen, aber nicht. Komm her. Letzte Mal sind die stärksten Herzlosen, gegen die man kämpfen kann. Also normal gegnermäßig. Da muss ich auch Bossen. Sturmkristall, die sind, glaube ich, wichtig. Ist jedes Material wichtig, weil ich kann ja irgendwie nichts herstellen. Ah, verdammt. Kommt jetzt ab. Habe ich irgendwie so im Hinterkopf noch gewusst und ich habe es trotzdem gemacht. Vielleicht soll ich ja doch erst den Hades Cup machen. Hier nehme ich voll auf die Phrase. Alter. Soll ich mal treffen? Nee. Alter. Oh mein Gott, da zieht so viel ab, ne? Alter. Oh mein Gott, jetzt geht doch mal kaputt. Bringt nichts. Aber die anderen Kugeln, die mehrmals abschießen, kann man zurückschleudern. Ich bin mir auch nicht sicher. Leute, wir müssen echt was dagegen tun, dass ihr dauernd verreckt. Ich meine, ganz ehrlich. Get a hold of yourself, please. Diamant halten. Bum, bum, bum. Hütte erhalten. So, hier mal wieder was bekommen. Das heißt, der nächste wird wieder ein Kampf sein, ne? Da kommt wieder was vom Himmel geregnet vorher. So, das ist ein Kampf jetzt, ne? Ihr seid so voraussehbar. Und ich hab schon da. Oh. Eine blöde Kombi. Ganz blöde und böse von mir. Komm her. So. Hui. Ich bin zu kluge für dich.
Persuasion. Wie nie beim zuvor. Noch ein Sturm. Boah, das ist ein verdammtes Drop von dem Typen. Wie komme ich da noch hin? Einfach so. Alter. Ehrlich? Leute, ehrlich? Ich glaube, gewährt hat. Oh, no, you didn't. Oh, no, you didn't. Ich höre nur Heilgeräusche. Alter, meine normalen Angriffe, ne, tun fast gar nicht abziehen. Aber ein Combo-Abschluss, der ist heftig. Der ist heftig. Oh, sammelt ihr mal was ein. Sammelt das ein, verdammt. Ihr habt doch bestimmt Heilung nötig. Ja, du bist ja halb tot wahrscheinlich, ne? Abylitamin. Ja, damit. Oh, Abylitamin könnten auch vielleicht die anderen beiden gebrauchen. Meh. Dinger kommen jetzt nicht mehr vom Himmel geregnet, ne? So, dann da rein. Sieht nicht so schlimm aus. Dass er da schon so ein Teil kommt. Oh, noch so ein Viech. Das Viech ist nicht wirklich stark. Es ist einfach nur nervig, es dauernd zu bekämpfen. Ich meine mal ernsthaft. Es ist einfach nur nervig, das Viech zu bekämpfen. Ich habe den Angriff nicht gerade gemacht. Ja, immer wieder auf den Rücken zu kitteln, ist das nervig. Und immer wieder runterzufallen, ist nervig. So, komm her. Donald. Aha. Ich hatte da was gesehen. Alter. So. Ich bin schon wieder hier oben. Was machst du jetzt? Du mich ja noch nicht mal abschütteln. Also der... Das war der langweiler Gegner. Hey, das war gut. Genau, und mit dem Schädel. Damit kann man dank Trotzkopf und so nicht so schnell verrecken. Au! Jetzt komm runter. Ja, da bin ich treffen. Boah, da bin ich. Bam, so. 540 Erfahrungspunkte. Oh. Ein Omega dort. Oh. Das rüsten wir mal direkt aus wieder. Aber nämlich zwei. Dann mache ich unsere Ausrüstung halbwegs komplett. Der andere ist eine XP-Kette, glaube ich. Und erneut, es sieht sehr einladend aus. Wo Anze wohl hingegangen ist. Ich wette, wir finden ihn da, wo es am gefährlichsten aussieht. Das klingt sehr logisch sogar. So, her damit. Ja. Und LP. Wird aber nicht angezeigt. So, mit ihm haben wir, wenn wir jetzt noch ein Omega-Dot bekommen, oder Omega-Dot, dann sind wir, whoops, ausrüstungsmäßig auf jeden Fall gewappnet, weil ich glaube, das ist die beste Ausrüstung, die man kriegen kann.
Kommen hier überhaupt Gegner? Ich weiß das gar nicht. Da ist eine Truhe. Jetzt mal gucken, ob ich da oben irgendwie hinkomme. Komme ich so dahin? Ich glaube nicht. Obwohl. Ha, nailed it. Dunkle Materie. Ich möchte da gerne noch ein paar Dalmatiner finden. Ich hoffe, die sind hier. Oh, das war. Ja, nee, von da runter kommen. Das sieht doch schön aus. Ach nee, von da kam er ja. So, da ist glaube ich irgendwas. Bin mir nicht sicher. Ich gehe mal rein. Hi, na? Boah, der Kampf hat gerade begonnen, ne? Und er fand schon, ne? Wenn ihr euch fragt, wen ich mit ihm meine, Dorald. Ich meine immer ihn. Alter. Oh, beide sind tot. Es fängt langsam an, nicht mehr witzig zu sein. Boah, 180. Sagst du dazu? Das war ganz schön viel, was? Ja, wie komme ich jetzt nochmal hier raus? What? Ach, hier war sogar eine Truhe. Donald hat den Meteorstab erhalten. Okay, der bringt's hoffentlich. Verdammt! Ja, kritische Töpfer ist auch geil. Genau das, was Donald braucht. Ich glaube, da komme ich auch gar nicht mehr hoch, ne? Da rutscht man irgendwo runter. Nein, ich wollte da rein. Verdammt. Ich kann nicht mehr da hoch. Verdammt. Muss irgendwo der letzte Dalmatiner sein, die letzte Dalmatiner Kiste. Fehlt glaube ich nur ein oder zwei. Hier die Übersicht behalte. Na, da sieht wichtig aus. Da müssen wir glaube ich hin und irgendwo ist auch glaube ich ein Speicherpunkt. Da ist ein Speicherpunkt, jawohl. Mann, bin ich gut. Ich sah aus, als gehe ich erst durch dieses Nest da. Hallo? Dort hier jetzt auf. Bams. Herzengel-Gummi. War jetzt nicht so geplant. Ja, wahrscheinlich kann ich da rein und da sind dann Gegner, ne? Da kann ich ranspringen, ja. Was du nicht sagst. Wir klettern nicht zum ersten Mal irgendwo hin. Sora, please. Nein, na? Ich hab schon den Schatz, aber egal. Er macht einfach weiter mit seinem Angriff. Auch nix. Hier war ich schon. Ich habe einige Schätze bestimmt verpasst, ne? So ein Nike. Okay, wo ist der Speicherpunkt? Ich will keinen Schnitt machen. Jetzt komme ich ja nirgendwo hoch, oder was?
Ich will da hoch, da komme ich hoch. Oh, dann haben sie aber sehr blöd hier. Hey, da kann ich wieder hoch. Boah. Ja, ich weiß, ich kann da ranspringen, Mann. So. Please. Oh, wo komme ich da hin? Ist noch höher. Jetzt komme ich wieder ganz nach oben, hoffentlich. Donald, Goofy, please. So, irgendwelche Schätze, die ich verpasst habe, bitte. So, da war Donalds Meteorstab. Da ist noch eine Truhe, hallo. Konnte ich dich denn mal sehen? Ultima Gummi. Uah. Oh ja, das kann man auch noch machen. Dieses Element wird auch irgendwie nie benutzt in diesem Spiel. Ha. Muss ich nicht nochmal extra hier reinkommen, gut. Schon mal alle Schätze hier. Boah, Gummi, ich will keine Gummis. Noch keine Kaugummis. Also meine Adleraugen irgendwelche Schätze noch sehen. Ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir, obwohl da war ich glaube ich noch nicht. Wo man da rutschen kann. Nee, auf der linken Seite war ich noch nicht. Es hat nichts gemacht. Okay. Auf so einen Speicherpunkt. Wo ist er nochmal? Da. Guck, ob ich direkt da rein lande. Passt. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.